Hallo und herzlich willkommen. Ihr seht schon, es geht ins alte Rom und wir starten dort eine Expedition scheinbar. Expeditions Rome, das ist der dritte Teil der Expeditions-Reihe. Der erste Teil ist Conquistador, da spielen wir Spanier in Südamerika. Der zweite Teil ist Vikings, da sind wir Wikinger und jetzt sind wir eben Römer. Ein Strategiespiel aus dem Jahr 2022. Und was hier auf uns zukommt, schauen wir uns jetzt an, indem wir hier einfach mal ein neues Spiel starten. Und die Grafik sieht doch auch schon mal recht Lucius Licinius Lucullus führte hochwertig aus. Kriege zur Selbstverteidigung. Allen voran in Griechenland, wo Lucullus selbst die Legionen befehligte. Mit den Blicken aller fest auf die Provinzen gerichtet, hätten nur wenige ahnen können, dass ein scheinbar unglückliches Ereignis in Rom der entscheidende Punkt werden würde, um den sich das Schicksal Roms drehte. Der Pater Familias, einer ehrwürdigen Patrizierfamilie, war unerwartet verstorben. Und ein Senator namens Vitellius Scaevola hatte ein Gebot für die Hand seiner ältesten Tochter abgegeben. Seine Witwe jedoch glaubte, dass Scaevola ihren Mann vergiftet hatte und nun versuchte, seinen Platz einzunehmen und sich sein Vermögen durch Heirat anzueignen. In aller Heimlichkeit ließ die Witwe ihr jüngstes Kind im Schutze der Nacht aus der Villa schaffen und aus Rom hinausschmuggeln. So, jetzt können wir offensichtlich einen Charakter erstellen, mit dem wir spielen. Die gute... Ach, guckt euch das mal an hier. In der römischen Gesellschaft haben Frauen keine Vornamen erhalten. Da lernt man sogar was dabei. Wie haben die sich denn da angesprochen, wenn die keine Vornamen hatten? Na gut, wir sind natürlich der So, Familiennamen Aquilius. Was haben wir denn noch alles möglich? Da haben wir noch alles Mögliche irgendwie. Ja, lassen wir mal. Und Spitzname Longus. Kennt ihr den Film Das Leben des Brian? Wir brauchen einen anderen Spitznamen. Nehmen wir den. So, dann können wir hier anscheinend noch ein Porträt auswählen, was verschiedene Typen zeigt. Der sieht auch ganz kernig aus. So, dann können wir hier noch verschiedene Gesichter uns aussuchen. Drei Stück stehen zur Auswahl. Dann nehmen wir uns mal ein bisschen Bräune, oder? Gebräunt natürlich. Mittellang. Lockig, kahl, klar, oder? Bart gibt es anscheinend nicht, das ist eine Schande, aber ich glaube, das war in Rom einfach so. Dann nehmen wir mal hier so lange Haare, oder? Sieht so ein bisschen aus wie so... Ach, so ein bisschen was, ich weiß nicht, ich muss gerade irgendwie an Elvis denken, aber... Die lockigen Haare, die sind ja... Die sind ja komplett daneben. Ja, nehmen wir ja so eine schneidige Kurzhaarfrisur, oder? So, Größe durchschnittlich passt ja alles soweit. Und dann würde ich doch mal sagen, wir starten mit diesem Charakter, oder? Bestätigen. So, was haben wir jetzt? Jeder dieser drei Vorteile schaltet einmalige Dialogoptionen frei, mit denen ihr in verschiedenen Situationen unterschiedliche Leute überzeugen könnt. Denkt darüber nach, was für eine Art von Charakter ihr verkörpern wollt und wählt einen passenden rhetorischen Stil. Im Verlauf der Geschichte werdet ihr vielleicht die Chance erhalten, eine zweite Technik zu erlernen. Was haben wir denn hier? Ethos. Die Kunst, eure Autorität oder eure Fähigkeiten einzusetzen, um euren Willen durchzusetzen. Logos. Die Kunst, jemanden mit Logik und Vernunft zu überzeugen. Pathos. Die Kunst, euren Willen durchzusetzen, indem ihr euren Gegenüber emotional manipuliert oder gute Rhetorik einsetzt. Wir nehmen mal den Pathos, oder? Ethos. Logos. Ja, wir machen hier das hier, oder? Wir machen mal Ethos. So, bestätigen. So, was haben wir jetzt? Wirbelt sich.
Ah, das ist jetzt der Schwierigkeitsgrad, nehme ich mal an. Augustus einfach, der Erbe von Cäsar zum. Okay, einfach, normal, schwer, wahnsinnig. Okay, wir machen mal hier normal. Was haben wir hier? Tod im Kampf. Wirklich einen endgültigen Tod von Gruppenmitgliedern, wenn sie im Kampf verbluten. Seid gewarnt, wenn ein Storybegleiter oder euer eigener Charakter stirbt, ist das Spiel vorbei. Wenn dies deaktiviert ist, können Nicht-Story-Prätorianer immer noch an unbehandelten Wunden sterben. Puh. Das ist jetzt natürlich, es ist halt ärgerlich, wenn man so ein Spiel irgendwie 10 Stunden spielt und dann ist man auf einmal tot, ne? Ich mach das mal aus. Okay, Gladiatorenbegleiter. Ändert den letzten Begleitercharakter, den man erhalten kann, sodass dieser die Gladiatorenklasse aus dem DLC verwendet. Wenn ihr dies deaktiviert, wird der Begleiter wie im Grundspiel schwere Infanterie bleiben. Oh, wir machen mal den Gladiatorenbegleiter, oder? Den werden wir wahrscheinlich nicht sehen, wenn es der letzte Begleiter ist, aber egal. So, dann legen wir mal los. Okay, wir müssen also auch ein bisschen auf die Optimist, Stimmung achten. körperlich seid ihr anwesend, aber im Geist scheint ihr ganz woanders zu sein. Hier schon mal positiv angemerkt, es ist alles in Deutsch. Die Vertonung, die Texte, das ist doch schon mal ganz gut. So, jetzt haben wir hier so eine Dialogoption. Seid ihr anwesend, aber im Geist scheint ihr ganz woanders zu sein. Ach, hier ist noch ein schöner Geist, Es dann nehmen wir beruhigt das mal. die Seele. Ich dachte, das Meer wäre in meiner Erinnerung nur so blau, weil ich ein Kind war, als ich es zuletzt sah. Aber meine Erinnerung hat mich nicht getrübt. Ich habe den Triarchus gefragt, wie nahe Lesbos ist, aber er hat mir keine klare Antwort gegeben. Je schneller ich meine Klinge wieder in Blut tauchen kann, desto besser. Dann nehmen wir das So mal. ist es. Zugegebenermaßen gibt es eine Menge Inseln im Meer und die meisten davon sehen sich ziemlich ähnlich. Fragt ihr noch einmal beim Triarchus nach? Ich hoffe, dass er euch eine klarere Antwort gibt. Er sagte, sein Name wäre Geminus. Man kann übrigens laut Steam hier auch mit dem Controller spielen. Das ist bei diesen Spielen manchmal gar nicht mal so schlecht. Auch wenn ich so ein bisschen dazu neige, Tastatur und Maus zu bevorzugen. Wir gucken später nochmal, wenn es so richtig abgeht, wie wir das mit dem Controller am besten machen. So, okay, das sind jetzt anscheinend diese Sprachoptionen. Man sieht das hier, das ist Pathos, das ist Logos, das ist Ethos. Das heißt, mir bleibt Ihr nur tragt die Autorität eurer dies Ahnen mit übrig. Würde. Ich bin mir sicher, dass er euch die Antworten geben wird, die ihr von ihm wollt. Ihr solltet auch Quinctius Aquilinus danken. Ich bin mir sicher, dass nur sein rechtzeitiges Erscheinen in der Villa unsere Leben gerettet hat. Macht euch keine Sorgen. Die Vitellius-Brüder haben keinen Grund, ihnen etwas zu tun. Außerdem könnt ihr sie auch nicht retten, indem ihr euch Sorgen macht. Konzentriert euch auf die Aufgabe, die vor euch liegt. Eure Mutter hat Geminus reich entlohnt, damit er in Eile und bei Nacht ausläuft. Es sind aber noch zwei andere mit an Bord, die ebenfalls nach Lesbos wollen. Der junge Gaius geht da drüben die ganze Zeit auf und ab und läuft noch Riefen ins Deck. Es war auch ein Gladiator an Bord. Aber ich weiß nicht, wo er hingegangen ist. Danke, dass ihr mich mitgenommen habt. Es wird wunderbar sein, mein Heimatland wiederzusehen. Gut, die Questmarker weisen euch auf verpflichtende Ziele und optionale Ziele hin. Gut zu wissen. Questmarker werfen. Könnt ihr im Questmenü zwischen ihnen wechseln. Drücken zum Öffnen. Dingskirchen. Verwendet blub blub blub, um die Kamera zu bewegen, dass euer Ziel sehen könnt, solange das nötig auch sehen wird. Öffnen kann wieder. Okay. So, das heißt, hier können wir die Kamera wild durch die Gegend steuern. Irgendwie das Drehen ging jetzt gerade nicht so gut.
Ihr habt euch schnell an das Leben auf dem Schiff angepasst, Domine. Ja, genau, das haben wir. Wollen wir mal einen Controller? Mit dem Controller geht das hier alles irgendwie natürlich ganz schön geschmeidig. Da können wir mit dem linken Stick uns so Naja, was ist denn los? Mit dem linken Stick unseren Charakter steuern und mit dem rechten Stick können wir hier die Kamera wie ein Weltmeister bis zum Erbrechen können wir hier die Schwenks machen. So, was wollen wir jetzt machen? Wir wollen ja hier mit so ein paar Leuten reden. Der hier ist optional, dann gehen wir erstmal zu dem hier. Ihr schlagt euch auf See besser als die meisten. Ich bin erleichtert. Ah, hier kann ich dann durchnavigieren, okay. Es war eine glückliche Fügung, aber ihr müsst mir nicht danken. Der Konsul hat mich gesandt, um euch zu holen. Bitte, nennt mich Cäsar, wenn euch das nicht unangenehm ist. Bei allem Respekt, das würde ich lieber nicht tun. Na gut, ich dachte, wir machen einen auf Buddies. Ha, sie hat euch also darüber aufgeklärt? Eure Mutter hat im Geheimen Abmachung mit dem Konsul getroffen. Ihr sollt dem Kommandostab als Tribunus beitreten. Ihr werdet nur sehr wenig Verantwortung übernehmen. Die Tribunen einer Legion unterstützen den Legaten und lernen dabei, wie man eine militärische Organisation kommandiert. Ihr werdet weder in den Kampf ziehen noch wichtige Entscheidungen treffen müssen. Ihr werdet in Sicherheit sein, so wie eure Mutter es wollte. Das ist mit Sicherheit nicht das, was eure Mutter sich für euch wünscht. Aber ich bewundere euren Mut. Sprecht mit dem Konsul darüber. Ein Ratschlag noch. Ich weiß, dass Lucullus ein Freund eurer Familie ist. Aber vergesst nicht, dass er Konsul ist und gewählt wurde, um alle Bürger Roms zu regieren. War jetzt nochmal Lucullus? Es wäre besser, wenn ihr euch vor seinen Männern nicht zu vertraut mit ihm gebt. Okay. Ich war viele Jahre lang der Primus Pilus der Legio Prima Italica, die er kommandiert. Er wollte, dass jemand, dem er vertraut, euch aus Rom holt und beschützt. Der Posten ist bereits von einem meiner Centuriones übernommen worden. Ein guter Mann, der dieser Aufgabe mühelos gewachsen ist. Meine Aufgabe ist es nun, auf euch Acht zu geben und euch bei der Eingewöhnung in euer neues Leben zu helfen. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. So, jetzt müssen wir hier mit dem Captain mal reden, ne? Ich hörte, er flieht vor einem Senator, der ihn tot sehen will. Psst, seid leise. Wir gehen hier ganz schön gemächlich durch die Gegend. Ach, so ist er schon den ganzen Morgen. Wie steuere ich das eigentlich mit der Maus, indem ich klicke? Beziehungsweise, ja genau, da mache ich ja hier, das ist die Kamera. Das mit dem Drehen ist irgendwie noch so nicht so der Brüller, muss ich sagen. Weil irgendwie kann ich hier die Kamera nicht so drehen, wie ich mir das jetzt irgendwie gewünscht hätte mit dem Maustastatur. Das ist eine gute Gelegenheit, einfach mal zu gucken, ob man das anpassen kann, ne? Ah, mit X und Y kann ich das drehen. Was ist denn mit Q und E? Q und E fühlen sich doch... Ah ja, okay. E ist hier Inventarfertigkeiten anzeigen. Ist Q auch irgendwie belegt? Q ist Waffenset tauschen. Ah, hier. E ist dann Zielwechsel. Also ich hätte eher so diese Total War-Steuerung, ne, dass man so mit Q und E so die Karte dann drehen kann. Hätte ich jetzt irgendwie bevorzugt, aber das kann ich mit X und Y machen, ist auch okay. So, aber mit dem Controller steuert sich es eigentlich ganz angenehm. Wo bin ich denn überhaupt? Da bin ich. Weiter vom Schiff gefallen. So, dann gehen wir mal hier zum Capitano. Hm? Was? Ja, Geminus. Salve. Ich bin etwas beschäftigt. Vergebt mir, ich wollte nicht respektlos erscheinen. Wir haben nur noch eine kurze Strecke vor uns. Wäre der Wind nicht so schwach, wären wir bereits da. Aber ich werde die Ruderer härter antreiben. Wartet. Das Schiff dort. Die halten direkt auf uns zu. Oh nein. Sie werden uns rammen. Holt die Waffen eures Vaters.
Sehen wir, ob ihr wirklich kämpfen könnt. So, jetzt geht's los hier, würde ich sagen. Also wir kommen jetzt in einen Kampf. Das ist römische Wertarbeit, oder? Geht es euch gut? So, was haben wir jetzt? Vorbereitungsphase. Bevor ein Kampf beginnt. Ja, ja, sei doch mal still. Wir diese Piraten vom Schiff. Kann man verstehen, ne? So, ich kann also jetzt hier meine Leute platzieren. Irgendwie blenden die gar keine Namen ein. Das ist vielleicht auch nicht so schlimm, aber ich kann mir eh keine Namen merken, von daher. So, wo sind wir denn? Wir sind hier der forsche Typ, der hier mit einem Schwert unterwegs ist. Wir wollen uns natürlich hier mal in die vorderste Linie setzen, oder? So, dann haben wir hier einen Bogenschützen. Wir haben hier den... Ah, hier mit der Maus. Wir haben hier so... Tooltip, wenn wir drüber gehen. Die sind KI gesteuert. Ja, ich hätte jetzt gesagt, ich bin jetzt soweit durch. Wie kann ich denn die Vorbereitungsphase jetzt beenden? Mit B wahrscheinlich. Ah, ich muss B gedrückt halten. Okay. Zuerst das D-Pad Left und D-Pad Right, dann wählt eine Fertigkeit, dann aktiviert sie mit A. Nicht mehr... Ergibt sich bestimmt alles irgendwie. So, das heißt, hier unten haben wir irgendwie... Na, jetzt sehen wir mal. Wer sind wir denn jetzt eigentlich? Wir sind jetzt hier schon mal. Das heißt, ich könnte jetzt hier durch die Gegend laufen. Da sehen wir die grünen Punkte. Da kann ich hinlaufen. Und mit dem D-Pad kann ich einen Wuchtschaden auslösen, einen Hiebschaden. Da kann ich also hier so ein bisschen rumblättern. Mit X kann ich hier ein Waffenset durchblättern. Okay. Dann machen wir doch mal einen Hiebschaden. Dann gehen wir doch mal hier direkt voll auf die 12, oder? So. Weiß der schon mal Bescheid? Charaktere befehligen. Zum Beispiel können die einen Fernkämpfer einige Hexfälle in Richtung eines Gegners bewegen, ihn schießen lassen und dann zurückbewegen. Okay, auch gut zu wissen, wahrscheinlich so lange wie ich Aktionspunkte habe, kann ich wahrscheinlich auch hier... Was ist hier das hier? Unterbrechen, aktive Fertigkeit. Okay, das sind wahrscheinlich die Standardgeschichten. Es gibt Statuseffekte. Okay. Können wir nochmal schießen? Nee, nochmal schießen können wir nicht. Kann der Messer werfen? Der hat doch hier so zwei Messer oder was? Nee, da geht gerade gar nichts mehr. Laufen könnte er noch. Aber hier, der Kollege hier, der kann doch bestimmt mit seinem Erschütterungsschlag den Typen hier mal umnocken. Feinde ohne Ausbildung. Eine Aktion zurück. Ah, okay. Das heißt, der könnte jetzt hier... Was ist das hier? Wuchtschaden. Rüstung zerfetzen. Reichweite 2 Hexfelder. Probieren wir es mal, oder? Ihr seid ja tödlich mit dem Ding. Ich habe vor diesem Leben schon andere geführt. Ich verdecke übrigens mal ausnahmsweise nichts. Hier hinter sind nur so ein paar Statusmeldungen dann. So, jetzt können wir doch mal hier den... Ups, das war nix. Da wollte ich hin. Also ich würde mal zum Thema Gamepad-Steuerung sagen, das geht schon irgendwie ganz gut. Also die haben sich da schon was dabei gedacht, dass man das ganz gut mit dem Gamepad steuern kann. Ist jetzt wieder wahrscheinlich so eine Art Geschmackssache, dass man entweder Gamepad oder Maustastatur nimmt. Ich finde halt bei den Spielen... fühlt sich für mich Maustastatur immer so ein bisschen natürlicher an, möchte ich fast sagen. So, wo sind wir denn jetzt eigentlich hier?
Wieso stehen die denn noch alle? Was das hier ist, weiß ich gar nicht. Aber wahrscheinlich kann ich hier nichts mehr machen. So, dann kommen hier die Verbündeten. Das ist natürlich auch eine ganz schöne Übermacht, wo ich hier gegenüberstehe, ne? Wir haben es auch offensichtlich mit einem runden Taktikspiel zu tun. Wo ist dieser Gladiator, der mit uns an Bord ging? Da oben. Unterschätzt niemals den Wert eines eindrucksvollen Auftritts. Na dann. So, und schon sind wir zu fünft. So, dann können wir doch mal hier wieder mal ein... Ja, nee, waffenlos wollen wir ja nicht draufhauen. So, eine Aktion ist wiederhergestellt. Das heißt, ich könnte jetzt hier so ein bisschen durch die Gegend laufen. Ob es auch von Bedeutung ist, ich laufe einfach mal dahin. Achso, der hat jetzt beim Vorbeilaufen hat er mir einen eingenockt. Dann hauen wir mal hier mit der Faust einfach mal, weil wir es können. So, der Herr Bogenschütze, was macht er denn jetzt mal? Der Herr Bogenschütze könnte mal gucken, ob er... Ob er vielleicht... Oh, guck mal, den kann er ganz ausnocken. Also oben drüber sieht man so die Schaden, die er so auslöst. Aber vielleicht nimmt er einfach mal den hier. Na, kritisch, das war doch was. Und jetzt kann der auch noch hier so einen Verkrüppelungsschuss einfach mal loswerden. Vielleicht den da. Dann ist der doch auch schon mal weg. Und was haben wir hier? Unterbrechen. So, machen wir hier mal unseren guten Stockkämpfer. Der macht ja offensichtlich auch einen ganz guten Job mit seinem Stöckchen hier. Achso, ich hatte mich schon bewegt, ne? Wo war ich denn überhaupt? Ach, ich bin da hingelaufen, genau, ich erinnere mich vage. Aber ihn hier habe ich doch noch gar nicht. So, große Frage, macht das einen Unterschied, ob ich möglicherweise jemanden in den Rücken falle? Wenn ich jetzt sagen würde, ich will eigentlich erstmal hier hinlaufen. Und jetzt will ich dem da ins Kreuz hauen. Ich glaube, das macht keinen großen Unterschied. Ich habe noch unausgegebene Aktionspunkte. Klickt auf die Schaltfläche zum Bestätigen. Wo sehe ich denn eigentlich meine Aktionspunkte? Das so rot ist doch bestimmt der Lebensbalken, oder? Ist das hier dann... Sind das die Aktionspunkte? Sieht nicht nach Aktionspunkten aus. Toxotes ist jetzt flankiert. Ach so, der ist jetzt hier, der hier ist flankiert. Okay. Ich sehe gerade die Aktionspunkte nicht. Oder ist das hier 1, 2, 4, 6, 7? Sind das Aktionspunkte? Wenn ja, warum? Ich glaube, das sind Aktionspunkte. Ich laufe einfach mit dem mal hier irgendwie hin und guck mal, ob da dann eine 5 steht. Okay, das sind die Aktionspunkte. Ja, ja, komm. Mach trotzdem mal. Hier auf den
Kollegen Weißbart. Wir werden sterben. Muss ich mal ein bisschen Acht geben, ne? Der ist hier, der ist nicht mehr so ganz taufrisch. Der kann den doch hier erstmal aus den Latschen prügeln. Und vielleicht dann weglaufen, aber vorher schieße ich ihn ab. So, er hier sollte sich vielleicht einfach ein bisschen aus dem Kampf erstmal zurückziehen. Ich mache mir ein bisschen Sorge um ihn. Er hier hingegen kann sich doch in eine recht gute Position bringen. Und er hier kann doch hier hinlaufen. Jetzt hat er wahrscheinlich aber nicht mehr genug Aktionspunkte, um zu schlagen. Aber dafür gibt's mich ja. So, da kann ich doch den Typen hier einfach mal wegquetschen. Nee, kann ich nicht. Dann liegt's an ihm, den Typen hier wegzuquetschen. Der ist aber auch nicht mehr ganz taufrig, ne? 1-2. Für 2 Angriffe mit je halbem normalem Schaden durch. Aha. Der Bogenschütze kann mir ja eigentlich jetzt erstmal egal sein, ne? Was haben wir hier noch? Führt eine schnelle Attacke mit der Nebenhand für halben Schaden durch, ohne dass er einen Aktionspunkt kostet. Nicht genug Fokus. Ah, brauche ich 3 Fokus. Okay, ich habe nur 1 Fokus. Hier wird es nochmal 2 Fokus geben. Ach so, guckt euch das mal an. Hier kann der jetzt aber beide irgendwie einen mitgeben. So, jetzt hat er doch hier 2 Fokus zusammen, oder? Sehen wir irgendwo Fokus? Oh ja, guck mal, jetzt kann ich das hier machen. Jo, das war doch jetzt gar nicht mal so verkehrt. So, wer hat denn hier überhaupt, wer kann denn überhaupt noch was machen? Keiner kann was machen. Oh je, mein armer Gladiator ist natürlich außer Gefecht gesetzt. Dies wird recht oft passieren. Sowohl euch als auch eurem Gegner. Wenn Tod im Kampf aktiviert ist, fangen Prätorianer an auszubluten. Stabilisiert sie mit Vermittlung der Hilfefertigkeit, die jeder immer. Ansonsten sind sie für immer verloren. Das ist natürlich schon hart, diese Einstellung. Ne? Die habe ich ja ausgeschaltet. Die nicht ausgeblutet sind, werden nach dem Kampf wieder auf die Beine kommen, aber sie werden recht sicher eine dauerhafte Verletzung davontragen, die später im Lager behandelt werden muss. Wenn ihr einen Feind mit einem Angriff besiegt, der mehr als doppelt so viel Schaden verursacht, wie ihr Gesundheit übrig hat, so wird dieser sofort getötet. Euren Prätorianern kann dies nicht zustößen. Okay. So, der ist jetzt aber auch irgendwie gerade so ein bisschen umgefallen. Kann das sein? So, kann ich dem hier irgendwie jetzt auf die Beine helfen? Ah, doch nicht mit dem Bogenschützen. Habt ihr völlig recht, ich kann doch nicht mit dem Bogenschützen einfach dahin laufen. Ich denke, das ist der letzte. Nee, da steht doch noch einer. Na, wer sagt's denn hier? So, unverletzt, unverletzt, unverletzt. Okay, haben wir Glück gehabt, glaube ich. Aber so waren wir nicht zu fünft? Neptuns Arschloch-Barbaren. Der Triarchus hat uns direkt in einen Piratenhinterhalt geführt, Prime. Erlaubt mir, ihn hier und jetzt direkt hinzurichten. Dieser Verräter muss mit ihnen zusammenarbeiten. Mal überlegen. Was machen wir jetzt? Ich glaube, der, ja, ich glaube es auch. Seinen Verrat bezahlen. Dann haben wir keinen Kapitän mehr. Es ist für Piraten, ein Schiff anzugreifen. Ganz zu schweigen von einer schwer bewaffneten römischen Galeere. Sie greifen lieber schwach verteidigte Küstenstädte an. Das ist weniger gefährlich und profitabler. Gut, reden wir mit dem Mann. Ja, dann mal los. So, wo ist er denn? Da hinten steht er rum. Geminus, ihr habt uns in eine Falle gelenkt. Was habt ihr zu eurer Verteidigung zu sagen?
Ich hatte nichts damit zu tun, das schwöre ich. Sie sind einfach aus dem Nichts aufgetaucht. Schweigt! Ihr redet Unsinn. Bei Mars, wir sind auf See. Wie soll da jemand aus dem Nichts auftauchen? Wir können den Mann nicht einfach ohne Beweise hinrichten. Außerdem werden wir unseren Triarchus noch brauchen, um sicher die Küste zu erreichen. Hm. Was sagt ihr? Was sollen wir tun? Wir sind wichtige Leute und auf dem Weg, uns dem Einsatz gegen Lesbos anzuschließen. Ist es so unglaubwürdig, dass die Rebellen von uns gehört haben könnten? Das Königreich von Pontus ist dafür bekannt, Piraten zu unterstützen, die Rom Nadelstich für Nadelstich schwächen. Ich denke nicht, dass es Sinn macht, den Triarchus der Zusammenarbeit mit ihnen zu verdächtigen. Wir sind unserem Ziel nahe und können es auch ohne ihn erreichen. Wenn es auch nur eine geringe Chance gibt, dass er mit dem Feind zusammenarbeitet, dürfen wir ihn nicht überleben lassen. Gnade, Zweifel, Zögern, das sind alles Schwächen, die der Gegner ausnutzen kann, um einen zu töten. Komm weg damit! Nun gut. Hoffen wir nur, dass ihr euch auch an denselben Standards misst. So ist es. Und ihr solltet euch besser hieran erinnern, denn ich werde es mit Sicherheit nicht vergessen. Okay. Nein, ich konnte davon nicht wissen. Bitte! Ich sagte doch, du sollst ihn stillhalten. Ob das die richtige Entscheidung war? Ruderer, verschärft das Tempo und haltet die Augen offen. Ah, hier. Prätorianer stimmen zu. Ah ja, das waren so die Aussagen von verschiedenen. Die Hinrichtung fanden die jetzt nicht so toll, glaube ich. Wo sind wir denn jetzt? Jetzt können wir irgendwie Charaktererschaffungsklasse, Principes. So, haben wir, okay. Spiel ein gradlinigste spielbare Klasse. Konzentrieren Sie sich auf Überlebensfähigkeit, Brecher, Veteranen. Was haben wir noch? Veles. Wir machen ihn hier mal, oder? Ja, wir nehmen ihn hier, oder? So, was müssen wir jetzt noch machen? Eine Anfangsfertigkeit. Verteidiger wirkt abwertend auf selbst. Alle Feinde in Reichweite. Niederschlagen. Das klingt gut. Halten, fährt. Ach so, ich muss halten. Okay. So, dann haben wir das. Und dann kann ich jetzt einfach mal sagen, bestätigen. Jetzt wissen wir auch, in welchem Zeitalter wir uns bewegen, ne? Geehrte Gäste, willkommen auf Lesbos, der Perle des Mittelmeeres. Hm, ein hässliches Piratennest. Eine uneinnehmbare Festung von Piraten wohl eher. Und dank der Stärke ihrer Flotte mit uneingeschränktem Nachschub an Essen versehen. Dann sollten wir einen Weg finden, diesen Nachschub einzuschränken. Ihr denkt wie ein Imperator, Gaius. Nun gut, Leute. Das hier ist Lucullus' Kriegslager. Das Herz aller Einsätze in dieser Region. Ihr seid lange auf See gewesen. Ich schlage vor, ihr vertretet euch etwas die Beine, um euch ans feste Land zu gewöhnen. Schaut euch um und trefft ein paar Leute. Der Konsul wartet im Kommandozelt. Verspätet euch nicht, wenn ihr ihn nicht verärgern wollt. Okay, das heißt, wir können jetzt erstmal hier so ein bisschen durch die Gegend laufen und uns hier das Lager mal angucken. Da gefällt mir ehrlich gesagt diese direkte Steuerung vom Gamepad schon irgendwie immer ganz gut. Bei diesen
Laufgeschichten. Wir sind jetzt auch ein bisschen agiler unterwegs, ne? Habe ich so den Eindruck. Legion, die sind noch etwas grün hinter den Ohren, oder? Jeder fängt mal an. Das stimmt. Bald sind das auch Veteranen. Oder Leichen. Ja, schon irgendwie ganz cool gemacht. Also es kommt tatsächlich so ein bisschen Lagerstimmung auf hier. Weil wollen Sie uns wohl hier behalten? Mich macht das auch wahnsinnig. Ich bin hier, um Mithridat auf den Arsch zu treten. Nicht um den ganzen Tag am Strand zu sitzen. Vielleicht ist Maustastatur doch irgendwie cooler. Mal schauen. Abgesehen von einem guten Wein, einem warmen Bad und einer Ordnung. Danke. Ich bin hungrig und durchgeweht. Um euer Leben zu retten, natürlich. Euch herzuschicken, war die beste Entscheidung. Tatsächlich haben die meisten großen... Solcher Ruhm kann zu einem... So, dann gehen wir doch mal hier irgendwie ins Zelt, oder? Oder haben wir hier noch irgendwie was Spannendes zu tun? Oh, hier gibt's auch Bäder. Ich habe wieder gesehen, wie Agrippa den alten Servus mit dem Hinkebein gequält hat. Dieser schwanzlose Quälgeist. Habt ihr es dem Präfektus gesagt? Er will nichts dagegen. Das wird nicht funktionieren, solange die Rebellen weiterhin Nachschub auf dem Seeweg erhalten. Wir werden ihre Nachschublinien unterbrechen müssen. Das ist ein Einsatz für unsere Occulta Speculatoris. Bei Jupiter, ihr seid ganz schön groß geworden, was? Das ist der vielversprechende... Unauffällig. Aber voller Potenzial, nehme ich an. Hervorragendes Material für die Spekulatoris, wenn er sich denn beweisen kann. Eine spezielle Kohorte, die für besonders wagemutige Einsätze gegründet wurde. Ihr werdet schon bald genug herausfinden, was für Aufträge sie ausführen. Ihr braucht eine Feuertaufe. Also passt gut auf. Wir stecken hier auf Lesbos schon eine Weile in einem Patt fest. Mein Co-Konsul Marcus Aurelius Cotta ist im Kampf mit König Mithridates von Pontus im Osten gebunden. Mithridates setzt die Piraten von Lesbos als seine Flotte ein. Die Festung von Mytilene hier auf der Insel ist gut gesichert, aber sie hat auch ihre Schwachstellen. Es gibt einen Pass durch die Berge, den wir nutzen können. Ich werde den Angriff persönlich anführen. Ich melde mich freiwillig für die Vorhut. Wenn mein Onkel Pontus besiegen kann, komme ich sicherlich mit Mytilene klar. So sei es. In der Zwischenzeit werdet ihr euch im Kommandieren beweisen, mein Mündel. Nehmt Caesar Quinctius Aquilinus, euren Servus Synerus, und ihr werdet euch mit Julius Calidus von den Speculatoris meiner Legion treffen. Eure Mission ist es, euch in den Hafen zu schleichen. Ich gehe davon aus, dass ihr Fragen dazu habt. Wartet. Sind das die alten Waffen eures Vaters? Ich bin mir sicher, sie besucht meinen Schmied Sextus und besorgt euch vor dem Aufbruch vernünftige Ausrüstung. Yeah, Ausrüstung. Gut, dann reden wir doch mal mit dem guten Schmied. Wenn wir denn wissen, wo er ist. Der müsste ja markiert sein eigentlich. Genau, da ist er nämlich auch. Dann gehen wir doch mal hin zu ihm. Salve, Legionari. Wenn ihr hier seid, um eure Waffen repariert zu bekommen, müsst ihr mich wohl mit Vulkan verwechseln. Nun, wenn er das gesagt hat, werde ich es wohl wahr machen müssen. Nehmt euch eure Ausrüstung von den Ständern. Wegen mir auch alle, wenn ihr sie braucht. Okay, das heißt, wir können jetzt hier einfach alles einsacken. Was haben wir denn Schönes? Wir haben hier eine Rüstung, wir haben ein Schild, wir haben ein Speer, wir haben ein Schwert. Alles nehmen. Zack. So, und dann können wir jetzt hier mit ihr doch wahrscheinlich
Okay, versteht man eigentlich alles, ne? So, das heißt, wir können doch hier mal locker irgendwie jetzt hier mal eine Rüstung anziehen. Guckt mal, man sieht's auch, was wir tragen. Das ist da auch immer erfreulich. Okay. So, dann wollen wir natürlich noch ein Schwert in die Hand nehmen. Sehe ich eigentlich auch einen Unterschied? Ja, natürlich. Das wird mir hier angezeigt. Das ist fein. Und jetzt können wir hier doch einfach mal zack. Und kann ich das in die zweite Hand nehmen? Kann ich nicht. Schade. Okay, so sieht's dann aus. Jetzt sind wir doch gewappnet für Heldentaten, oder? Na gut, dann sind wir doch gewappnet. So, reist zum Lagerhaus und trefft euch mit Julius Kalidus. Wenn wir jetzt noch wüssten, wo das wäre, ne? Wahrscheinlich hier. Jetzt scheppert's aber ganz schön beim Laufen. Zur Karte zurückkehren. Ja, verlassen. So, das ist die Weltkarte, auf der ihr zwischen bekannten Zielen neun drückt Leertaste, um die Zeit weiterlaufen zu lassen. Charaktere und Legionen bewegen sich nur, wenn die Zeit vorgeht, aber ihr müsst euch nicht bewegen, damit die Zeit vorgeht. Okay. Ereigniszeitleiste, das ist okay, Rationen sind anscheinend wichtig. Okay, das ist Wasser, das ist Ernährung, also muss ich drauf achten. Das sind verzehrte Rationen, okay. Und jetzt soll ich zum Lagerhaus gehen. Da ist das Lagerhaus. Doppelklick. So, dann latschen wir los. Der Strand. Die Entdeckung der zahlreichen Buchten des Egeo Mare. Viele Buchten scheinen eigene verborgene Strände zu besitzen. Genau wie diese hier liegt sie gut geschützt und sicher. Ja, wir müssen erstmal weiter. Wir können jetzt nicht hier direkt schon wieder anfangen, irgendwie Urlaub zu machen. Hedonistisch. Pretorianer lehnen das eher ab. Ich dachte, hedonistisch wäre es gewesen. Ich gehe hier erstmal schwimmen. Aber okay. So, dann legen wir mal los. Auswahl der Begleiter. So, ihr müsst bestimmte Charaktere zu diesem Ort mitnehmen. Ach so, ich verstehe es nicht so genau. Bestätige einfach mal. Scheinbar sind die alle ausgewählt. Wahrscheinlich sind links die nicht ausgewählten und rechts die ausgewählten. Wir könnten am falschen Ort sein. Hier ist niemand. Lucullus hat sich eindeutig geirrt. Wenn hier jemand wäre, wüsste ich das. Das ist eine sehr nützliche Fähigkeit. Hey, keine Bewegung. Beruhigt euch. Ich bin Julius Kalidus von den Occulta Speculatoris der Legio Prima Italica. Ich nehme an, dass ihr meine Verstärkung seid? Ich kenne nur einen Weg, ohne eigene Schiffe eine Flotte zu zerstören. Und das wäre, sie niederzubrennen. Etwas griechisches Feuer wäre da hilfreich, findet ihr nicht? Ein Glück also, dass es da unten ein ganzes Lagerhaus voll damit gibt. Allerdings werden sie den Alarm auslösen, sobald wir das Lagerhaus betreten. Also sollten wir uns beeilen. Bis jemand aus der Stadt hier eintrifft, sind wir schon lange wieder weg. Am Fuße des Hügels befindet sich eine kleine Gruppe Wachen.
Wenn wir sie zuerst ausschalten, werden sie uns nicht als Verstärkung angreifen. Aber dann werden die im Lagerhaus den Kampfeslärm hören und uns erwarten. Ihr habt den entscheidenden Punkt sofort erkannt. Die Entscheidung liegt bei euch, Prime. So, das heißt, entweder die Wachen angreifen oder wir schleichen. Wir gehen mal zum Lagerhaus, oder? Okay, das steuern wir halt wieder jetzt quasi alle direkt und vermutlich, wenn es zu einer Feindbegegnung kommt, wechselt es in den Rundenmodus, würde ich mir unterstellen. Römische Soldaten, sie wollen das Feuer stehlen! Zu den Waffen! Haltet sie von den Töpfen fern! Mytilene zählt auf uns! Das hat ja voll gut funktioniert. Dann mal los, oder? Ach, guck mal, hier ist ja auch noch einer. Den habe ich gar nicht gesehen. Ich will immer Q und E drücken hier bei dem. Das muss ich mir echt überlegen, ob ich das nicht irgendwie mal verändere. Mein Bogenschütze ist gar nicht dabei, sehe ich gerade. Okay, das habe ich doch verstanden. Ja, komm, okay. Jetzt habe ich aber dafür sie als Bogenschützen quasi. Die kann doch dahin laufen. Und kann doch jetzt mal einfach hier einen Schuss machen. Ziel ist Entdeckung, das ist ja doof. Mist. Ziel ist Entdeckung. Habe ich wieder nicht drauf geachtet, ne? Guck mal hier, der Onkel kann hier hinlaufen. Man kann ihm direkt mal eins drüber ziehen. War doch jetzt gar nicht mal schlecht, oder? Hier oben wäre eigentlich auch gut für den Bogenschützen, oder? Wenn der hier... Schaltet 7 der Lagerhauswachen aus. In 2 Runden kommt gegnerische Verstärkung. Ich soll 7 ausschalten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das sind doch viel mehr. 10, 11. Voll in den Magen, oder? Sie sind da drüben. Vorrücken! Okay, die kommen mir auf jeden Fall alle schon mal irgendwie entgegen, habe ich so den Eindruck. Das sind aber ganz schön viele. Aber ich muss anscheinend nur 7 ausschalten, dann habe ich es geschafft, ne? So, vielleicht kann sie ja hier diesen Bogenschützen einfach mal... schon mal einen Pfeil auf den Pelz brennen. Und er hier kann doch bestimmt den Typen hier einfach mal runtersemmeln. Und kann dann auch direkt dem hier eins geben. Ach, guck mal, der brennt ja. Statuseffekte Feuer.
Blendend. Fügt den Zustand blendend und. Okay. Gibt's hier eigentlich auch sowas wie Bereich überwachen oder sowas? Nicht wirklich, ne? Komm, wir hauen dem einfach mal richtig eins ins Kreuz. Ziel nicht erreichen, kann Ziel nicht erreichen. Okay, die sind so weit weg. Was ist mit ihm hier? Der kann das Ziel doch erreichen. Aber dann sollte der sich doch zumindest mal auf den Weg machen, oder? Sehr gut. Es sind nur noch 5 übrig. Na gut, der muss aber jetzt böse einstecken hier. Folgt mir! Ich müsste mal sehen, dass ich möglichst schnell diese 5 jetzt irgendwie ausgenockt bekomme. Sind das die Kerle, die wir verprügeln sollen? Als seien die Fischer aus dem Hafen zu Hilfe geeilt. Die Fischer aus dem Hafen. Ach so, der ist jetzt wieder beim Vorbeigehen irgendwie. Ah, der hat jetzt Schild geblockt oder was? Was heißt das jetzt hier? Wenn ich da hinschlage, treffe ich 2 oder was? Ja, offensichtlich war ein Streiftreffer. Und der hier ist natürlich jetzt wieder ganz schön angebrütet, ne? Noch Aktionspunkte. Ich kann doch durch die Gegend laufen, ne? Ich weiß halt nicht, was das hier bedeutet eigentlich. Aber jemand am Bogenschützer kann doch bestimmt noch irgendwas machen. Und hier der Kollege, der kann er auch noch hier hinrennen und ihm eins mit dem Stab versetzen. Dann muss ich nur noch 2 Wachen ausschalten. Oh, wieso hat der denn? Der hat aber nie mal Qualität, der Typ, oder? Der hier hat noch unausgegebene Aktionspunkte. Die dürfen wir natürlich nicht vergessen, ne? Na, wer sagt's denn? Ah, ich glaube, gelb sind Bewegungspunkte, grün sind Aktionspunkte. Tötet mich jetzt. Oh nein, unser guter Gladiator. Kommt, hier lang! Ja, komm, aber die 2 Lagerauswachen, die kriegen wir doch noch platt gemacht. Schnappt uns diese Dreckskerle. Okay.
Was haben wir hier? Bereit machen, okay. Da haben wir Schildstoß. Ja, wir machen mal ganz klassisch, schauen wir mit dem Schwert drauf. Das war er, das war ich gar nicht. Was haben wir hier? Wirkt abwehrend auf sich selbst. Drei bis sechs Wuchtschaden. Was nehmen wir mal dem an? Einfach mal eins, oder? So, der ist ja schon mal hingefallen, das ist doch schon mal gut. So, dann kann er doch bestimmt dem Typen hier den Rest geben, oder? Lieber dem hier. Versuchen es erstmal mit dem hier, der liegt ja auf dem Boden. Endlich! Es ist fast geschafft! Okay, jetzt fehlt nur noch einer. So, die läuft erstmal so ein bisschen hier weg. Und kann doch den hier killen. Verschwinde von hier! So, ihr sind alle unverletzt. Das ist also momentan noch recht gnädig, glaube ich, weil er ja eigentlich auf dem Boden lag. Gute Zusammenarbeit. Sichern wir uns dieses griechische Feuer, bevor noch jemand vorbeikommt, um nach dem Rechten zu sehen. Oh, hier, guckt euch das mal an. Was haben wir denn? Eine Schwertklinge, ein Gladiatorhelm, ein Skissor. Alles nehmen, zack. Achso, jetzt krabbeln die erstmal hier irgendwie nach oben. Oh, was haben wir hier? Guckt euch das mal an. Alles nehmen. Zack. Haben wir noch irgendwo eine Kiste? Ich sammle natürlich erstmal hier alles ein, was einzusammeln geht, ne? So viel Zeit muss ja sein. Hier, den können wir auch plündern. Hier ist noch was. Da ist doch noch irgendeine Kiste. Die will ich natürlich auch haben. Ach so. Das ist einfach zum Hinsetzen, oder was? Nichts verkommen lassen. Auch hier ist noch eine Kiste, die wir haben wollen. Jetzt können wir noch mal hier gucken, ob wir hier coole Ausrüstung haben, oder? So, das ist doch irgendwie... Guck mal, hier ein Helm. Der kann doch hier einen Helm aufsetzen. Ah, hier sieht man auch direkt, ob es besser oder schlechter ist. Bewegung minus 4, alle Widerstände 4%, Lebensenergie 6. Bewegung minus 3, alle Widerstände 9%, Lebensenergie 1, 5. Oder nehmen wir die doch, oder? Dann ziehen wir die doch an. Moment, ist das ein besseres Gladius als ich habe? Nein. So. Hat er hier irgendwas Tolles? Das vermindert aber seine Bewegung, ne? Hat aber Rüstung, dann kriegt er das einfach.
Dem kann ich, das kann ich eigentlich niemandem geben hier, ne? Was haben wir hier? Handwerk. Okay, da kann man wahrscheinlich irgendwann noch irgendwelche Dinge zusammenschmieden. So, jetzt aber doch erstmal hier die eigentliche Mission erfüllen, oder? Seid vorsichtig mit diesen Töpfen. Die Flüssigkeit darin ist hochempfindlich. Sie wird sich mühelos durch diese Schiffe fressen. Dies war der einfache Teil. Jetzt müssen wir uns in den Hafen schleichen und die Schiffe abbrennen. Und ich nehme an, dass wir uns dann wieder hinausschleichen müssen. Gutlich, ne? Nicht zwingend, aber idealerweise ja. Ich denke, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, dass wir gerne unsere Leben behalten würden. So, jetzt haben wir freie Fertigkeitspunkte. Das heißt, wir können doch hier mal hergehen und gucken, was können wir denn machen. Wir fangen mal bei uns an. Was haben wir denn hier Schönes? Ein freier Punkt. Wendig. Bereit machen. Verteidiger. Maximal Gesundheit. Ich glaube, das hier mit Wendig finde ich irgendwie ganz gut. So, der hat auch einen freien Fertigkeitspunkt. Ich finde Wendig gut. So, was kann er hier Schönes machen? Feldheiler, das klingt doch gut. Ich habe den Eindruck, ich brauche das öfters mal. Dann haben wir ja Duellant-Attentäter. Hier 4 Fokus bei Kampfbeginn ist irgendwie, glaube ich, gut. Die ist Scharfschützin. Gut, beim Inventar ist immer noch irgendwas. Ah, okay, das ist das hier. So, dann können wir jetzt diesen Hafen infiltrieren. Indem wir hier aufs Pferd springen und offensichtlich dahin reiten. Aber zuvor speichern wir und wir ziehen ein Fazit. So, dann gehen wir mal ins Hauptmenü und fazitieren hier ein bisschen vor uns hin. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Also ich mag ja das römische Setting grundsätzlich irgendwie. Das gefällt mir immer, da fühle ich mich irgendwie so ein bisschen, das ist einfach, das ist so mein Ding. Da fühle ich mich einfach ein bisschen wohl im römischen Setting. Und die machen ganz schön Krach, die Jungs hier im Hintergrund, ne? Ich mach mal hier die Lautstärke ein bisschen runter. Damit ich nicht so abgelenkt bin, wenn die hier die ganze Zeit vorbeilaufen. Das sieht so ein bisschen aus wie früher bei den alten Filmen, wo die immer so im Kreis gelaufen sind, ne? Damit es nach viel aussah, wenn irgendwelche Aufmärsche zu sehen waren. Egal. So. Aber die verschwinden tatsächlich, ne? Die laufen hier nicht im Kreis. Die kommen auch nicht mehr wieder, glaube ich. Doch, die kommen bestimmt gleich wieder. So, genug der Dinge. So, was sagen wir denn so der Grafik? Ich fand die Grafik sehr schön gemacht. Da kommt sehr viel Stimmung rüber. Ich habe mich gefühlt wie im alten Rom. Es sah wirklich richtig schön aus. Und sehr stimmungsvoll, ja. Alles in Deutsch finde ich großartig. Und die Sprecher sind auch richtig gut. Den kann man sehr gut zuhören. Die Dialoge machen Spaß zuzuhören. Vom eigentlichen Spielprinzip her haben wir hier ein schönes Rundentaktikspiel, wo wir ja, rundentaktikmäßig agieren. Kann man auch überhaupt nichts meckern. Und gut, die Story weiß ich jetzt noch nicht. Da geht es so ein bisschen jetzt um so eine Rachegeschichte und vorher muss ich mir einen Namen machen.
Das ist so ein bisschen, ja, ist ganz okay, ne? Also jetzt die Story ist jetzt nicht so, wo ich gesagt hätte, ich muss jetzt unbedingt weitermachen, um die Story zu erleben, aber ich finde den Rest vom Spiel einfach ziemlich gut und deswegen bleibt mir natürlich nur die 5 Fähnchen übrig. Ich finde es einfach, grafisch macht es hier einen sehr schönen Eindruck. Ich habe die Expeditions-Reihe bisher noch nicht gekannt, also Rome ist auch der erste Teil, den ich jetzt gespielt habe, aber macht schon Lust auf mehr, also auch auf die anderen Teile. Aber auch hier weiter zu spielen, juckt mich jetzt schon in den Fingern. Ich finde, das funktioniert auch ziemlich gut. Ich finde auch die Icons schön gemacht, unten die in den Aktionsleisten. Also ich würde das jetzt mal so in eine Reihe in meine Rundentaktik-Favorites einplatzieren, wo ganz oben, ich weiß, ihr könnt es schon nicht mehr hören, ganz oben steht Warhammer 40k, Chaos Gate, Demon Hunters, dann haben wir den King Arthur, Knight's Tale und dann haben wir Expedition Storm, wobei auch King Arthur 9. Legion irgendwie ziemlich cool ist. Ja, das ist halt ein Fantasy-Setting, man spielt natürlich auch Römer, die sind halt ein bisschen angegammelt, weil die eigentlich schon tot sind. Und die sind halt auch in Avalon unterwegs. Aber hier, das hier finde ich vom historischen Setting, finde ich das irgendwie schön gemacht. Und auch diesen Realitätsanspruch finde ich irgendwie ganz schön gelöst. Ja, schönes, rundes Taktikspiel. Was denkt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare. Sind die anderen Spiele, wenn sie schon gespielt habt, also Expeditions Conquistadors, ihr wisst, was ich meine, und Expedition Vikings, sind die ähnlich? Sind die genauso gut? Sind die anders? Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Ansonsten eure Meinung natürlich gerne hier lassen. Und wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch lassen und natürlich den Kanal abonnieren, damit ihr nichts verpasst. Und macht Dinge, die euch Freude bereiten. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Tschüss.